Ein Zaubertrick? Ja, das wäre natürlich klasse. Zaubertricks sind immer gut. Oder Ihr Hund. Was kann der? Tricks. Okay. Auch gut, Hundetricks mögen auch. Also Ihnen fällt sicherlich noch was ein bis zum Montag. Habe ich keine Sorge, alles klar. Bis dann. Ja, tschüss, tschüss. Rufen immer noch einige gestresste Showgäste an, die noch nicht wissen, was sie machen sollen in der Show als Beitrag. Oder die noch keine Kinderfotos gefunden haben. Also Sie sehen, es soll nicht nur gelabert werden am Montagabend, sondern auch spielerisch, lustig, unterhaltsam auf jeden Fall zugehen mit viel Musik, ist klar. Ja, Sie können sich freuen, Montagabend 2 Fraktionschefs, eine Nummer 2, hochkarätig besetzter Abend, mit Dr. Ewald Weißschädel, dem Stimmenkönig der letzten Wahl und der Nummer 1 der Freien Wähler, mit Holger Reile, dem Spitzenmann der linken Liste. Von dem haben Sie sicher schon manches scharfzüngige Wort auf Seemods gelesen. Aber wussten Sie, dass er mal ein Liedermacher die Treppe hochgetragen hat? Und warum? Erzählt er uns bestimmt am Montag. Sabine Feist ist die Nummer 2 der CDU-Liste, damit natürlich die höchstplatzierte Frau. Und die Architektin weiß ziemlich genau, was sie will, vor allem in den Gemeinderat, weil da sitzen bisher nur Herren. Und das soll sich ändern, nach ihrem Willen. Ja, dann natürlich Winfried Kropp, die Nummer 13 der SPD-Liste. Ob die 13 ihm Glück bringt, werden wir sehen. Er ist natürlich ein Politprofi, aber wir werden ihn auch von der anderen Seite kennenlernen. Ich habe gehört, dass er ganz gut kochen kann. Wir werden sehen. Leon Rittaler ist mit 20 Jahren der jüngste meiner Gäste überhaupt. Er lebt erst seit einem Jahr überhaupt in Konstanz und trotzdem hat er es aus dem Stand auf Platz 8 der Liste der Grünen geschafft. Wie man das hinbekommt, würde mich auch interessieren und das werde ich ihn sicher fragen am kommenden Montag. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen in die Montagabendshow. Ich hoffe, Sie sind dabei und Tickets und weitere Infos gibt es wie immer unter www.räterunde.de.